Was geht, meine lieben Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in Recklinghausen. Heute steht mal wieder ein Turnier an, und zwar ein Indoor-Turnier in der Halle. Nicht auf dem Hallenboden, sondern schön auf Kunstrasen. Ganz witzige Story. Ihr habt es wahrscheinlich gerade irgendwie schon gesehen. Ich bin hier gerade angereist und erstmal sind alle oder viele Zuschauer mitgestürmt. Also richtig coole Sache. Für heute steht ein Turnier an mit einigen Mannschaften, mit einigen guten Mannschaften. Ich bin sehr gespannt, wie es ganz heute wird. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Für mich heißt es jetzt erstmal, weil wir sind ein bisschen spät dran, umziehen, nach oben gehen zur Turnierleitung und dann geht's weiter. Qualle, beeilt sich jetzt. Boah. Alter. Das ist doch eh nichts mehr. Das ist ein bisschen zu viel, glaube ich, gewesen. Aber es riecht, ich muss ja gut riechen, so, wisst ihr, ne? Ja. Man weiß ja nicht, wer alles heute rumläuft. Vielleicht kommt ja irgendwie so eine Prominenten von Promi. Genau. Genau die. So, ich bin jetzt fertig umgezogen, war noch eben ganz, ganz kurz auf Toilette nach einer langen Fahrt. Ganz kurz zur Erklärung übrigens, es läuft heute so ab, das Turnier hat schon um 8 Uhr angefangen. War für mich auch ein bisschen zu früh gewesen, weil die Fahrt einfach zu lange wäre. Deswegen bin ich erst um 11 Uhr gekommen. Also es waren schon ein paar Spiele gewesen, ihr werdet das gleich so ein bisschen sehen und erfahren. Ich pfeife einfach so ein paar Spiele, ich pfeife das Finale hier und alles ganz locker, ganz cool. Es ist wie gesagt in der Halle, also hier kannst du nicht groß was falsch machen. GoPro-Aufnahme haben wir heute übrigens auch. Die GoPro habe ich hier. So, das wird auch sehr cool. Es wird auch sehr cool, mal so eine andere Sicht und mal gucken, wie das wird. Nicht die Hände benutzen, ne? Ich hab's gesehen, ne? Also nicht nur mal reinschreien, okay? Komm mal auf die Linie ungefähr. Nicht Hände benutzen, ne? Nicht so Hände benutzen, okay? Hände fangen hier vorne, hier vorne. Hier vorne. Ja. Partei. Ruhig, Jungs, alles easy. So, Freunde, erstes Spiel ist jetzt gepfiffen. War sehr leicht. 8 Minuten. Jetzt kommt das nächste Spiel. Da vorne zieht schon die andere Mannschaft. Die machen sich schon warm. Was ich hier geil finde, ist einfach, die spielen einfach. Also, V-Spiele sind egal. Was ist dein Tipp für dieses Spiel? Schnell spielen. Ich habe aber gefragt, was ist dein Tipp für das Spiel? Also, wer gewinnt? Ja? Ja. Wer Anschluss hat, ihr habt Anschluss. Warte kurz. Für Weiß. Er lässt sein Bein stehen, deswegen. Pass? Ja, alles gut, sehr gut. Machst du Mauer? Komm mal hier vorne hin. Linie. Ja. Alles gut? Oder raus? Okay, sehr gut. Falsches Weiß, ne? Deine Schleife ist auch, ne? Deine Schleife. Wart kurz, Jungs, wart. Oder willst du kurz zumachen? Wart kurz, wart kurz, wart kurz, wart kurz. Ich hab Stopp gemacht, keine Angst. Ja. Ja, macht sehr Spaß jetzt zu pfeifen, ne? Dein Tipp hat nicht so ganz gestimmt, aber. So, Freunde, also, ich habe eine kurze Pause jetzt gemacht. Ich habe 3 Spiele, glaube ich, jetzt gepfiffen. Es ist ein bisschen chaotisch, deswegen ist es ein bisschen durcheinander. Das Problem ist einfach, wir sind in einer etwas relativ kleinen Halle ohne richtige Außentribünen und alle laufen aufeinander los. Und dann ist es hier noch absolut warm, man kriegt keine Luft hier und es ist einfach nur durcheinander. Also es ist ein bisschen kompliziert. Aber
ich versuche mein Bestes zu machen. Ich gebe mein Bestes und man kann das Beste daraus machen. Ich glaube, die ersten beiden Spiele waren sehr turbulent, also wirklich Körpereinsatz sehr krass. Und das dritte Spiel, das ging ganz klar 6-1 aus. Aber man sieht schon, die gehen schon echt in Körpereinsätze hier rein. Also ich muss schon sagen, da gibt es schon den einen oder anderen Schubser. Aber das ist halt Fußball, ne? Alter, ich hab genossen. Genießt. Okay, ich weiß es nicht, ich habe keinen Spielplan. Wer muss denn runter? Wer muss denn runter? Wir. Ihr müsst runter? Beide Teams raus. Okay. Beide Teams müssen raus. Ihr seid zu früh ein Spiel. Zwei Sachen. Erste Sache, ich habe Hunger. Zweite Sache, ich kann nicht mehr. Eine Sache sagen, ne? Also körperbetont, ihr geht ja alle voll in die Zweikämpfe rein. Ne? Das ist voll aggressiv, wenn die hier Fußball spielen. Das ist voll crazy, aber ist egal. Und Till, du musst mir jetzt einmal ganz kurz helfen mit der G-O-P-R. Wie heißt denn das Video, wenn das hochgeladen ist? Das heißt, Schiedsrichter pfeift schlecht. Ah, Schiedsrichter? Genau, Schiedsrichter pfeift schlecht. Und ich liebe dich. Gleich wird es Was mit Dankeschön. Mir? So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen in die Kabine verkrochen. Ihr könnt da gerne einfach mal in die Kommentare auch übrigens reinschreiben, ob ihr Halle besser findet oder Halle mit Kunstrasen besser findet. Würde mich an der Stelle mal richtig interessieren. Ich mache jetzt noch Pause und dann pfeife ich nur noch das Finale, Autogrammstunde, und dann sind wir eigentlich schon für heute durch. Nächste Woche geht es dann natürlich auch wieder weiter mit einem ganz normalen Spiel, was ich pfeife, und dann kommt das Normale wieder. Turniere ist einfach ein bisschen sowas anderes, ne? Deswegen. Aber ich hoffe trotzdem, dass es sich übel nimmt. Ich habe heute übrigens noch gar keine Kabinencheck gemacht, deswegen würde ich mal sagen, ich mache erstmal jetzt, bevor es vielleicht zum Finale geht, mal Kabinencheck. Ich wurde heute in die Damenkabine geschickt. Ich habe eine ziemlich große Kabine. Ich habe hier einmal einen Bereich, die sehr groß ist. Hier vorne steht oder liegt mein Koffer. Hier habe ich einen kompletten Bereich, wo es was reintun kann. Hier habe ich einen kompletten Bereich, da liegen Socken von mir. Fragt nicht warum. Zu kommen euch übrigens, ja, Socken, gut, das ist eine andere Sache. Wir kommen euch übrigens zu einer Sache. Ich saß heute auf dem Klo und musste mal. Dann gehe ich da drauf, setze mich hin und auf einmal tropft von oben Wasser runter. Auf mich drauf. Da oben ist ein Loch. Und ich sitze auf dem Klo und man sieht das, ich wollte es gar nicht, aber man sieht es ein bisschen, das tropft von da oben runter. Aber ey, ich sag euch ganz ehrlich, solange man in der Kabine hat, passt das alles. Hier ist eine schöne Dusche, wo man auch nur verduschen kann. Ich weiß, warum da eine Leiter ist. Keine Ahnung, vielleicht, was ist denn eine Leiter? Ach so, die ganze Flüchten, so, Schiri. Notausgang, deswegen, jetzt habe ich es gecheckt. So für den Schiedsrichter, Notausgang, muss auch mal sein. Nicht schlecht, kannst direkt stehen bleiben. So, ready? Weiter, 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 du bist schon Ballbesitz. Fußball spielen. Geht's oder? Wenn ihr im Ballbesitz seid, kann ich nicht abpfeifen, okay? Deswegen immer weiter Fußball spielen. Ball hier vorne. Bis wohin gehst du? Hier vorne, okay? Thank you.
Ja, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, nein. So, jetzt machen wir auf drei alle so, okay? Eins. Wir müssen wieder in die Ecke. Ich gehöre nicht dazu. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt das Finale gepfiffen. Es ging, glaube ich, 4-2, 4-1. Jetzt, bevor ihr mir in die Kommentare reinschreibt, warum ich das nicht weiß, ich muss mich auf andere Dinge konzentrieren als auf den Spielstand. Das ist viel, viel wichtiger. Auf jeden Fall, das Ding ist auch, ich hatte nach einer Zeit keine gelbe und keine rote Karte mehr, weil die mir Kinder rausgezogen haben, beziehungsweise ich habe sie verschenkt. Aber ich habe einfach ein Herz für euch, so wisst ihr. Insgesamt, es war ein cooles Turnier. Ich muss sagen, die Luft war ein bisschen stickig hier gewesen. Es war natürlich ein bisschen durcheinander. Ich habe es heute schon 10-mal gesagt, so wie beim letzten Mal mit dem Wetter. Ein Wetterbericht muss ich heute nicht machen. Das erste Mal, kein Wetterbericht, ne? Mach mal Wetterbericht. Okay, ey, es gibt Wetterbericht. Es regnet in der Toilette. Es regnet in der Toilette. Also, es ist egal, wo ich bin, es ist am Regnen. Egal, wo ich bin, ne, ist egal. Ich hoffe, euch hat die ganze Sache gefallen. Qualle zieht sich jetzt um. Ich hoffe mal, ihr seht gut aus. Übrigens, ein kleiner Tipp von mir. Zieht auf dem Kunstrasenplatz keine Hallenschuhe an. Das ist, ihr rutscht so weg. Das ist ganz komisch. Also so ohne, am besten Noppenschuhe und dann vielleicht Stollenschuhe. Oder ihr schreibt immer rein, was ihr habt. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gut und was ihr gut, schlecht fandet. Ja, ihr merkt schon, bei mir ist schon vorbei. Ich ziehe mich jetzt um. Ich würde sagen, danke, dass ihr eingestellt habt. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.